Taco Friends. Wetten, jetzt wollt ihr auch einen Keks. In der heutigen Folge. Ah, Peter hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Das erste Thema, zu dem es Neuerungen gibt, ist zu meinem Kindred-Cosplay, was ja geplant war. Und da habe ich mir jetzt mal so Grundsachen, die man dafür braucht, bestellt. Egal, ob es jetzt eine Heißklebepistole ist nur oder Bauschaum, etc. Was davon ich noch schon habe, was noch kommt, etc. Werdet ihr in einem Extra-Video erfahren, wenn es ankommt. Und da möchte ich nochmal hinweisen auf den Cosplay-Guide von Lulites, wo sie ein bisschen über die verschiedenen Materialien erklärt hat, deren Video ich gerade etwas parodiert habe. Des Weiteren haben mich ein paar von euch gefragt, wo man günstige Manga herbekommt. Und ich war ja, wie vielleicht ein paar wissen, auf der FBM. Und da kann ich euch einen Tipp geben, am Frankfurter Hauptbahnhof. Unten ist so ein kleiner Buchladen, Schmidt und Hahn heißt der. Und die haben ein Manga-Sortiment, dort sind verschiedene Kartons. Und da findet man Mangas schon ab 2,50 Euro komplett niegelnagelneu. Vielleicht manche sogar noch günstiger. Auf jeden Fall wäre das mal mein Tipp, wenn ihr dort in der Nähe wohnt oder zufällig mal dort seid. Dort bekommt ihr Manga relativ günstig. Des Weiteren wisst ihr ja, dass ich auf The Main war in Berlin. In Berlin haben wir auch ein paar coole Boys getroffen. Die Matze, Zero, Teamspeak Gang. Und ich weiß nicht, ob ein paar Ausschnitte nicht vielleicht sogar mehr sagen als Worte. Bitte schön. Kaum in Berlin habe ich schon wieder was gelernt. Ich kaufe mir einen Panono. Hallo. Hi, wo wohne ich? Hallo! Ich wohne hier, ja Mann. Ja, aber du kennst dich trotzdem nicht aus. Ja, weil wir irgendeiner scheiß Gassi hier sind. Ungeil, guten Tag, gut schon. Peter, 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 Peter. Und wirklich nochmal ganz, ganz vielen Dank an den Peter. Du bist tief hier drin für diese Zeichnungen. Und wir haben auch Wer bin ich gespielt. Mehr dazu seht ihr in einem anderen Video. Das war's schon mit diesem sehr kurzen Video, denn wenn ihr euch so meine Kanäle anschaut, Manga, Anime und diesen hier, wo ich bald ein paar Abo-Meilensteine habe, wo der Kanal hier ein Jahr alt wird, wo vieles passiert ist, auch ein Jahresende kommt und ich da jetzt ein Special-Video drehen möchte. Zu welchem Anlass oder zu diesen ganzen Anlässen zusammen, möchte ich noch nicht verraten. Ich weiß auch noch nicht genau, wie lange ich dafür brauchen werde. Deswegen kann es sein, dass die nächsten Tage und Wochen vielleicht nicht so viel hier und auf dem anderen Channel passieren, damit das andere dann einschlägt wie eine Bombe. Das war's hier mit diesem eher informativen Video. Vielleicht hat es euch gefallen. Wenn nicht, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns bald wieder. Und ich habe gehört, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, bekommt ihr günstigere Manga. Aber ich weiß von nichts.